zocken wir jetzt wieder die Outer Worlds. Und zwar werden wir weiter zocken mit Trish. Oder Triss. Spielstand laden natürlich. Genau, Triss hat mir letztes Mal gespielt. Da waren wir auf die Groundbreaker geflogen. Ich muss nur kurz Controller wechseln. So, da sind wir wieder. Ist die Loadscreen noch nicht mal fertig. Und zwar, wenn wir da heute weitermachen, ich will das Spiel ja 100% zocken. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Machen wir ein bisschen runter. So, sieht's gut aus. Genau, ich wollte ja 100% zocken bei dem Game. Ihr könnt es euch auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Da mache ich ein bisschen schneller, aber habe es euch komplett auf Deutsch synchronisiert. Nachher, so gegen 18 Uhr, tun wir Pizza essen. Und Trailers gucken, welche Spiele neu im Play Store sind. Und das machen wir natürlich auch noch weg hier, habe ich gar nicht gesehen. Und was war noch genau? Nachher schauen wir uns an, da gibt es eine neue Demo von Kingdom Hearts 3. Die schauen wir uns auch mal an. Und da sind wir wieder. Hier mit Parfati und wen haben wir noch am Start? VCar Max. Die haben wir letztes Mal an Start gebracht und sind wir hier unterwegs mit unserer Knarre, Digga. Und ich glaube, wir haben hier eigentlich alles erkundet letztes Mal. Wir schauen noch mal schnell. Doch, hier waren wir gewesen. Und da oben haben wir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Weg gab. Wir schauen mal schnell. Ich glaube, wir sind da einfach am Ende vom Gang runtergefallen. Schauen wir mal. Da hatten wir nämlich auch jemanden befreit. Der war da gefangen gewesen. Genau, hier waren wir gewesen. Und da war der Gefangene. Der war da im Klo eingesperrt, Digga, und hat sich übelst in die Hose gemacht. What the fuck? Aber hier drüben waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir sind dann da hinten irgendwo runtergedroppt. Und schauen wir mal hier auf der anderen Seite, was da noch geht. Ah, doch, stimmt. Hier waren wir auch gewesen. Das war da über den Kanälen. Alles klar. Dann jumpen wir hier wieder runter und gehen zum nächsten Questpunkt. Tschüss, Digga. Alles klar. Genau, da hinten ist der nächste Questmarker. So, müssen wir hier lang. Tür auf, Medical Bay. Die Waffe steckt man natürlich weg, wenn wir hier unterwegs sind. Ja, wir wollen ja jetzt irgendjemanden aufschrecken, der wo sich dadurch bedroht fühlt. Da ist nichts zum Looten. So. Was haben wir hier? Waren wir da schon? Doch, hier waren wir schon gewesen. Da hinten ist nämlich noch ein anderer Questpunkt. Da müssen wir nämlich hin. Let's go. Genau, was haben wir hier? Halcyon. Sieht aus wie ein Spielcasino oder so. Ah, rein hier, Digga. Oh, das könnte Chef sein. Wen haben wir hier? Okay. Ja, moin. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh, Kaffee geht. Finales Wealth auszuliefern, the fuck? Vergiss Alex, warum hast du mein Schiff beschlagnahmen lassen? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I.
I ask him to turn in Phineas Wells. He tells me he will soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Tolles Spiel, also was mein Schiff angeht. Right, right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Ah ja, wo kommst du da drauf, dass ich irgendwas über den weiß, Digga? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. Alex hat Phineas Wells nie erwähnt, Digga. Well, wir verraten ihn noch nicht, das ist unser einziger Verbündeter hier. In dem ganzen Saftladen hier. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional. Is there anything else I might help you with? Alles klar, wir gehen. Also wir müssen noch da ein Dings abkaufen. Dürfen wir da durch? Ja, anscheinend. Aber hier dürfen wir nicht durch. Okay, wenn wir das knacken, dann ballern die bestimmt auf uns. Alles klar, Diggers. Der Questmarker ist weg. Das heißt, wir müssen bei der noch so eine Navigationsschlüssel abkaufen. Bei Gladdy heißt die, glaube ich. Kann man mit dem reden. RT greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Zeig mal, was du hast, Digga. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. So. Was hat er denn für ein Shit? Pasta-Packung. Ketchup. Beutel Tabak, Mais, Kolben, the fuck. Irgendwas verkaufen. Hier, das können wir eben verkaufen. Irgendein Schrott. Reparieren. Alles reparieren. Tschüss. Gut. Alles klar, Boy. Was geht hier noch? Da ist nichts mehr. Groundbreaker Promenade, 700 Erfahrungspunkte. What? Lohnt sich richtig hier rumzukriechen. Man kriegt für jeden Mist kriegt man Erfahrungspunkte. Alles klar, wir gucken wir mal hier. Oh, hier kommen scheinen Feinde. Oh, da hätten wir glaube ich nicht reingesollt. Was geht bei ihr hier? Verkauft tote Ratten, Alter. Kannst behalten, dein Shit. Was ist mit ihr? Die sieht interessant aus. Nee, Frachter Crew. Wer ist das? Hat gar keinen Namen, oder? Auch Frachter-Crew. Das sind alles nur namenlose NPCs hier rumhängen. Oh, neat. They got stuff in here I ain't seen in ages. Now this should prove. Da hinten geht's zum Aufzug hoch. Wir erkunden einfach mal die ganze Bude hier. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Ja, moin. Hier geht anscheinend nix. Was ist los bei dir? Wir haben hier Tobias Oyama. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Ich bin Captain Tristiger. Stimmt, ja, wir könnten uns jetzt als Heffron ausgeben, aber der eine eben hat uns schon Heffron gekannt. Das könnte sein, dass der uns auch kennt und dann haben wir es verkackt. Wir versuchen es einfach mal als Captain Triss. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight. Sure am. A few years back they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days I stick to HQ and look after Miss Lilia. Okay. Dann ciao, Digga.
Meine Knarre hier weg. Ich renne die ganze Zeit mit gezogener Knarre rum. Alles auch alles uninteressante. Leute, genau, wir müssen mit Lilia sprechen. Let's go. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and executive director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich bin Triss, Captain der Unreliable. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Lass Ada bloß nicht hören, dass du ihr Schiff beleidigst, Digga. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. There is always a catch. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Ich habe noch keinen Navigationsschlüssel, aber kann ich den Job trotzdem annehmen? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. These days the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Welche anderen Sektoren gibt's? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Seid also ein Unternehmen bürokratischer Piraten. Your words, not mine. Gute Geschäftsidee, Digga. Du bist ziemlich ehrlich über die kriminelle Seite von Sublight. Hey, careful with the C-word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Okay. Wie organisiert ist dieses Geschäft? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Okay. Also gut, geh mal. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. So, wir brauchen unbedingt diesen Navigationsschlüssel. Können wir das da untersuchen? Sublight, ein legitimes Geschäft, Dienstleister. Sollte euch das Gesetz auf den Fersen sein, erteilt unsere Rechtsabteilung euch die Erlaubnis, die folgende Passage aus unserer kolonialen Handelslizenz zu rezitieren. Den Vorschriften bezüglich haltbar gemachten Bohrs folgend wäre eine solche Geschäftsentität oder was, dementsprechend zwecks Gewinnerzielung und Verbrauchsfreundlichkeit berechtigt, landwirtschaftliches Gerät und Zubehör zu beschaffen, zu besitzen und zu verschrotten. Alles klar. Na gut. Schauen wir, hier sind auch überall Türen. Wir dürfen überall rumlaufen. Okay, hier geht's raus auf den Balkon, Digga. Und hier müssen wir knacken. Das machen wir nicht. Also gut, wir dürfen nur auf den Balkon. Alles klar. Gut, liegt hier noch irgendwas rum? Was haben wir da? Das kann man auch untersuchen. Gefährliche Grenzen von Ophelia Sweeney. Es ist bemerkenswert, wie wir unsere Ressourcen den Sternen zuwenden, obwohl es noch so viele ungelöste Probleme auf der Erde gibt. Alles klar, Digga. Schauen wir raus auf den Balkon. Was geht da? Da gibt's nix. Gut. Da können wir nur die Aussicht genießen, aber sieht nicht so aus, als ob es einen geheimen Weg gibt. Gut, dann sind wir wieder raus hier. Haben wir das auch erledigt? Das heißt, wir brauchen unbedingt den Navigationsschlüssel.
damit wir den Auftrag annehmen können. Und ich glaube, den müssen wir zahlen. Was natürlich mies ist. Da den Computer dürfen wir den benutzen. Was geht hier? Nachrichten. Wir haben schon wieder einen Auftragnehmer. UDL-Kampfschiff. Alles klar. Wenn ihr zum meisten von euch spart, spielt Sublight regelmäßig Geld in die Kasse. Pipapo. Einer unserer besten Leute. Digga Bums. Okay. Juckt kein. Was geht hier? Hier kann man. Oh, Karten spielen. Cool. Werbedrohne kann man da reden. Terminal benutzen. Letzte Benutzer. Callum M. Alles klar. Oh, das wollte ich nicht. Machen wir hier nochmal. Tak, tak. Zurück zum Verzeichnis. Öffentliche Ankündigung. Die Hitze. Bap, 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 bap. Wie gesagt, kann halt immer mal sein, dass sich dazwischen irgendwelche Quest-Details verbergen. Deswegen schaue ich das immer durch. Hier sind wir in der Medical Bay. Na moin. Wir brauchen nichts. Dürfen wir an seinen Computer, ja, an seinen Computer dürfen wir auch. Nachrichten an Captain Vogelkopf. Protokolle, Mitarbeitermangel und tschüss. Alles klar, Digga. Und hier ist die Krankenstation von The Groundbreaker, Dr. Wanda. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter, Captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Also, hier, wir sollen dir von wieder was ausrichten. Mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Also, wir können auch nach ihm suchen, Digga. Was ist los? Alles klar, neue Quest. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. Scylla müssen wir gehen. Start, where I, the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Alles klar, also wir müssen nach Scylla. Dann sind wir nämlich der Godzilla. So, was geht hier noch? Da liegt noch was rum. Können wir das nehmen? Ausweismodul. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du damit verbundenes Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Ah, okay. Jetzt ist mal endlich mal, wie der Holomantel funktioniert. Wir brauchen erst so Module. Holographische Verkleidung aktiviert. Dein Holomantel ist aktiv. Du hast daher zeitweilig Zugang zu diesem Sperrgebiet. Okay, nice. Sehr cool. Knarre stecken wir mal lieber weg, dass wir nicht so auffällig sind. Cool, jetzt können wir hier rumgucken im Sperrgebiet. Ich denke mal, wir dürfen den Leuten... Ah, hier drinnen waren wir doch. Ich glaube, das war doch hier der Geheimgang. Oder? Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Alles klar. Aber jetzt sind wir auf öffentlichem Weg nochmal hier reingekommen. Sehr gut. Was geht hier? Darf man da was klauen? Ja, nee, das darf man alles nicht klauen. Okay. Aber wir schauen natürlich nach Informationen. Ah, guck, jetzt unsere Kollegen haben jetzt auch alle Rüstung an. Also eine andere Rüstung an. Wieso geht's hier nicht rein? Okay. Das da können wir knacken. Ich weiß nicht, irgendwo war hier eine Wache unterwegs. Wir knacken das einfach mal und tschüss. Was ist da los bei dir? Mach mal wieder zu. Hat keiner gesehen. So. Schauen wir hier rein. Ja, hier gibt es überall nur Crap, Digga. Alles nur Schrott. Was soll der Shit? Da ist versperrt.
Tut mir leid, ich geh schon, Digga. Alles klar, schlaf gut. Chill mal dein Leben. Ja, das war's. Hier gibt's doch gar nichts, Mensch. Was soll man jetzt hier? Kann man da wenigstens reingucken? Ah, okay, da ist jemand. Vielleicht kann man das irgendwie schaffen. Mit derjenigen. Aber ich denke mal, gut, das, was wir hätten holen sollen, das haben wir wahrscheinlich schon geholt. Letztes Mal, als wir da hinten in dem Raum drin waren. Oh. Der sieht uns. Wir gehen einfach schnell hier raus. Lügen gar nichts, einschüchtern, überzeugen. Ich wollte gerade gehen. Alles klar bei dir. Ciao. Tschüss. Alles klar. Wir sind nochmal davon gekommen. Läuft bei uns. Das Tarnmodul hat auf jeden Fall einigermaßen funktioniert. Zumindest konnten wir uns da mal umschauen. Und wen haben wir hier am Start? Ellie. I'm sorry. Am I causing a scene? See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Worum geht es da mit deiner Freundin? Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long and she's apparently not receiving visitors. Vielleicht kann ich mal dort vorbeischauen. Ja. Gute Sache, alles klar. Nächste Quest am Start. Wie gesagt, wir versuchen das hier so weit wie möglich 100% zu machen. Also gut, wenn wir irgendwann durch sind, dann werde ich es ja auch nicht mehr dauerhaft streamen. Ah, der Mondmann. Sehr cool. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Spacer's choice, Space Digga. Freedom. A lot of slogans to keep track of. And sometimes I forget. Du arbeitest also für Spacer's choice. Also warst du schon mal in Edgewater? Heard of it. My orientation Aetherwave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Okay, dann solltest du es dir vielleicht nicht näher ansehen. Ist ganz okay, aber sie haben es nicht leicht, aber sie tragen das Herz am rechten Fleck. Das ist okay, wir tun nicht schlecht reden. Das ist wahr, sie ist hier, obwohl beide... Das ist eh voll lustig, obwohl die beide unsere Begleiter aus Edgewater sind, sind die trotzdem noch freundlich zu uns, obwohl wir den Ort eigentlich ruiniert haben. Nur damit du es weißt, du bist noch immer an einem öffentlichen Terminal angemeldet, Digga. Klar, Mann, alles Absicht, Boy. As the face of Spacer's choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? So, ich muss dir eine Frage zu diesem Hut stellen. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our consumer care headwear department. Cool. Wo kriege ich auch so einen tollen Hut, Herr Digger? If you knew what it's like in here. I mean, why anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Just keep your nose clean and aim for the moon. Also jetzt gucken wir mal, was er verkauft. Vielleicht können wir uns also einen Hut kaufen einfach. Das wäre natürlich lustig. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Wir haben nur 760. Das ist natürlich mies. Weil ich glaube, damit werden... Doch, wir können uns hier echt so einen Hut kaufen. Lull. Können wir besser lügen. Da fuck. Aber bringt uns eigentlich nicht wirklich was. Ist auch zu teuer. Wir müssen Geld sparen. Wir müssen ja irgendwie...
Aber wir haben 20% Rabatt bei Spacer's Choice. Nice. Okay, schauen wir mal hier. Vielleicht finden wir noch irgend sowas, was wir mitnehmen dürfen oder lesen dürfen. Da ist noch eine Tür, aber da sehen uns welche. Da tun wir nicht knacken. Alles klar, also gehen wir nochmal hier rein. Wir müssen unbedingt den Navigationsschlüssel bekommen. Das heißt, wir müssen die irgendwie überreden, dass sie uns den trotzdem gibt. Oder hier mal ordentlich aufräumen. Gracious. I was just sitting down for tea. Ja, wir brauchen 10.000 Bits, aber... Tada. Hart erarbeitete Weisheit. Warum hat der Vorstand den Navigationsschlüssel für Stella Bay eingezogen? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Wie kommst du da drauf? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Okay, sind da noch Leute? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch. But who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Okay, du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht der Kontrolle des Vorstands untersteht. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Wer ist Miss Junlei? Chief Junlei Tennyson. Used to be she was chief engineer before her mama passed, and she took the helm. She's neck deep in the ship guts by day, slap fighting with the board by night. Wie ist sie denn so? Bit straight-laced for my tastes, but that's just her nature. She's fierce too, a fighter. And between you and me, I think the fight's starting to wear on her. This heat problem we've got's gone unfixed for weeks. Can't say I know what the holdup is, but I'm sure she's trying her best. You've got an engineer flying this ship, ma'am? Wow, I'd sure like to meet her. Surely do. She's quite capable, our Miss Junlei. Head on over to engineering if you want to find her. Okay, schauen wir mal, ob wir noch was anderes fragen können. Go right ahead, sweetheart. Was hat es mit dieser Hitze auf sich? Groundbreaker's radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junlei's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. Okay. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Okay, das haben wir schon gehört. Alles klar. Was machst du hier? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. What about non-famous players? I earned quite a reputation as a fifth back during my penitentiary, seminary days. You do have a favorable mop,
I must say. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Danke für deine Zeit. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Okay. Das heißt, wir schauen mal in unseren Questlog Tagebuch. Bring die Wissenschaftswaffe an dich. Weil hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ja, weil wir brauchen 10.000 Bits. Zumindest habe ich jetzt noch kein anderes. Links, ja, sieh dir die Aufnahme des Notsignals auf deinem Schiff an. Okay, das können, dann müssen wir aufs Schiff wieder. Finde Captain, oder auf Skilla. Rede mit Jesse. Okay, das können wir auch noch machen. Der leere Mann. Finde ein Sicherheitsterminal auf der Groundbreaker. Okay, Schrottsammler im All. Okay, da müssen wir aber erst nach Stilla Bay. Sagen. Genau, wir gehen erstmal hier hin, weil das war nicht weit. Das ist nämlich gleich hier um die Ecke. Die Krankenstation. Nämlich direkt hier oben. Wo haben wir sie? Na, das steht doch dran normalerweise. Lull. Ist dran vorbeigelaufen oder was? Hä? Okay. Ich dachte, es steht draußen dran. Okay, wir probieren nochmal mit ihr zu reden. Ja, jetzt geht's. Aha, Ellie hat mich geschickt. Einschüchtern, öffne die Tür, bevor ich sie eintrete, da fuck. Mahlzeit, also das haben wir geschafft. Die hat so ein Leader-Symbol, okay. Hier drin ist gar nichts. Lull. Ein Päckchen kippen. Ja moin. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Da können wir, glaube ich, Geld bekommen. Ellie hat mich gebeten, dir zu helfen, also habe ich vor, genau das zu tun. Das machen wir einfach mal. Wir sind nicht so fies. The board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Okay. Also müssen wir mit Udo und Bradford sprechen. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Nice, level up, Digga. Sagen, Medizin. Schlossknacken haben wir schon 45. Wollen wir hier überzeugen? Nee, da geht gar nichts. Null.
Ach so, wir müssen es ja hier drauf verteilen. Machen wir hier noch eins, noch zwei, dann haben wir da 45. Dann machen wir hier Fernkampf mal noch. Nahkampf brauchen wir eigentlich nicht. Hier immer noch. Tarnung ist ganz gut, glaube ich. Und hier Medizin pumpen wir auch mal auf die 20 und Führung. Genau, Führung und Inspiration auch. Jo, alles klar. Begleiterfähigkeiten einsetzen. Du kannst deinen Begleitern befehlen, ihre besonderen Fähigkeiten gegen anvisierte Gegner einzusetzen. Okay. Mit links und rechts können wir das machen. Und Vorteile haben wir auch noch einen. Und zwar können wir da vielleicht auch einen machen, wo unsere Begleiter stärkt. Gehgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit, kritische Trefferchance von Begleitern. Alles klar. Gut. Nice, dann haben wir das auch. Da drin waren wir schon, da gab es nichts Besonderes. Alles klar. Waffe packt mal wieder weg. Schon, wenn wir diesmal unbemerkt hier rauskommen. Also hier durchsieht er uns auf jeden Fall nicht. Und raus hier. Tschüss. Nice. Das haben wir gut gemacht. Wir reden noch mal mit der Ellie, wenn ihr noch hier ist. Da ist sie. Mal moin. Any word on Jesse? Glaubt, dass jemand hinter ihr her ist. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Also da in dem Maschinenraum müssen wir nämlich auch, um da zu schauen, wegen dieser Mrs. Junlei oder Junlei. Hier, den können wir auch noch mal gucken, Terminal benutzen, hacken, alles klar. Okay. Na. Öffentliche Ankündigung. Okay. Nachrichten haben wir gelesen, oder? Jo. Da gab es aber nichts Neues, aber egal, haben wir ein paar Erfahrungspunkte fürs Hacken bekommen. Auch nicht schlecht. Genau, dann sind wir wieder bei ihm hier. How do you do? Ah, how might I assist you? Ich bin wegen Jesse Dole hier. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Überzeugen, lebendig ist sie mehr wert als tot, lass sie ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? So wie ich das sehe, hat sie keine große Wahl. Ja, machen wir mal lieber das. Das ist so die Mitte. Weil verraten wollen wir sie natürlich trotzdem nicht. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Oh, now, nice. Is there anything else you need, or can I return to my work? Alles klar, tschüss. Gut. Dann wieder zurück und dann haben wir das erledigt. Muss halt mal ein bisschen was ackern. Ah, da ist sie. Alles klar. Gut. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what. I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Okay, du willst für mich arbeiten, weil du Jesse was schuldet? I was about ready to pick up another contract anyway,
And you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Alles klar, willkommen an Bord. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Wir treffen uns auf dem Schiff. Alles klar. Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Gut, also ein neues Gruppenmitglied. Ellie ist am Start. Dann schauen wir mal, wo unsere nächste Mission ist. Tagebuch. So, das wollen wir freie Passage. Nein, da können wir nichts machen. Und zwar. Machen wir mal hier das und finde ein Sicherheitsterminal auf der Groundbreaker. Okay, da drüben hat es eins. Das machen wir doch mal. Ah, hier ist Aktivierungsschlüssel. Alles klar. Ah, okay, und dann können wir jetzt hier in diesen abgesperrten Bereich rein. Alles klar. Die gucken nicht hier hin. Schauen wir mal, ob wir... Gut, gut. Oh, da ist ein Wachmann. Schnell vorbei. Da ist, glaube ich, hier tun wir schnell knacken. Schau mal, hier ist noch was. Ausweismodul, alles klar. Oh, Plasmagewehr, aber das haben wir, glaube ich, schon. Da ist noch mal. Ausweismodul. Ich glaube, eins müsste reichen. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Oh, da ist der Sicherheitsbereich schon beendet. Da schauen wir gleich raus. Und zwar wollten wir ja noch hier zu diesem Terminal. Wo ist das denn? Hä? Ist doch da in der Wand drin, oder was? Lull. Ist doch hier ein Hula-Hoop-Reifen, oder was? Lull. Oder wir müssen hier draußen irgendwie, hier geht's hoch. Da schauen wir mal, was da oben geht. Da irgendwas Verstecktes gibt. Doch, hier können wir, glaube ich, hoch. Jo. Okay. Nice, haben wir einen Geheimgang gefunden. Mal wieder. Überbrückungskontakt. Hier können wir was knacken. Teleskop, Stab, Jagdausrüstung, also wir nehmen alles mit. Und was haben wir hier? Was macht der immer? Ha, was ist los bei dir? Hast du ein Problem oder was? So, aber wo ist dieses Sicherheitsterminal? Das, ach, da müssen wir da lang. Oder? Kommen wir da noch weiter? Oder müssen wir hier runterspringen? Na, jetzt geht doch mal der Ruf, Digga. Nee, da geht's nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen wohl hier runter. Da ist aber auch noch eine Tür. Doch, ich glaube, da können wir hinkommen. Von hier aus und dann darüber. Nice. Oh. Ich glaube, da können wir langkommen. Das war ein Geheimgang. Schwächen-Tutorial. Auf deinem Abenteuer können Charaktere Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Okay. Höhenangst. Effekt Geschicklichkeit minus 1, Wahrnehmung minus 1, Geisteshaltung minus 1. Hm.
Wir tun das mal lieber ablehnen. Finde ich jetzt nicht so cool, uns da freiwillig einen Malus reinzudrücken. Okay. Aber könnte ganz gut sein, dass es da oben noch einen Geheimgang gibt. Aber wie kommen wir zu diesem Sicherheits... Ah, hier geht's doch noch weiter. Alles klar. So, dann müssen wir hier durch die Tür. Die tun wir geschwind knacken. Schnell. Und rein hier. Und wir haben Sicherheitsterminal. Datenmodul mit Aufzeichnungen der Anstockstation, Andockstation auswerfen. Beschlagnahmte Ware, Sicherheitsprotokoll und tschüss. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Noch ein bisschen Loot. Nein, nix mehr. Gar nichts mehr am Start. Was haben wir hier? Da geht's nicht rein. Versiegelt. 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 Alle Zellen sind leer. Alles klar, dann schnell wieder raus hier. Gut, wo ist der nächste Punkt? Ah, wir müssen mit Vicar reden. Got it. His name is Reginald Chaney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Oh, yeah. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Wahrnehmung, du hast einen Moment gezögert, Vicar, was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Das scheint mir alles verdächtig einfach, Digger. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Klingt gut, brechen wir auf. Alles klar. Dann, was haben wir hier noch? Okay, da geht's da noch weiter. Aber wir haben noch mehr Aufträge hier. Und zwar das Notsignal an. Wo war das denn mit dieser Junlei? Okay, also das war wohl keine richtige Quest. Müssen wir nach Monarch. Hier müssen wir nach Skilla. Da müssen wir aufs Schiff gehen. Gut, dann machen wir das hier noch. Das ist, glaube ich, die einzige Mission, wo wir hier auf der Groundbreaker noch machen können, außer das Navigationsmodul zu kaufen. Okay, also geht's nicht lang. Oh, right. You had a question? Never mind. That about it. Ah, geht's hier lang? Nee, da ist versperrt. Da waren wir schon, haben wir schon gelootet. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir dorthin kommen. Mal hier, wenn wir hier durchgehen. Dann direkt links. Hier runter. Doch, doch, da müssen wir da hoch. Alles klar. Rauf hier, Digga. Hier. Okay, das ist irgendwer. Terminal dürfen wir benutzen. Alles klar, wir schauen mal rum, was so gibt. Zurück zum Stammverzeichnis. Kostet nicht die gesehen, aber ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Wie kommen wir dahinter? Wir schauen mal auf die Karte. Kann man die... Ah, hier Ebene wechseln. Die ist zwei Ebenen unter uns.
Aber wie kommen wir da hin? Lull, gibt da noch eine Ebene? Ganz unten. Was haben wir hier? Jetzt müssen wir irgendwie auch unten fahren. Schnellreise unreliable. Groundbreaker Andockstation. Okay, also das ist immer alles. Aber das scheint diese Ebene zu sein, wo auch unser Raumschiff sich befindet. Deswegen machen wir mal Schnellreise zum Raumschiff. Und vielleicht können wir dann von dort aus zu der kommen, zu der Person. Mal, solange wie das lädt, werde ich mal meine Pizza in den Ofen schieben. Da sind wir schon wieder. So, jetzt schauen wir mal. Genau, hier müssen wir eh hin. Aber irgendwo hier. Ich schau noch mal auf die Karte. Genau. Terminal des Captains. Ach so, wir sind jetzt innen drin, natürlich. Wir müssen natürlich raus. Das heißt, wir fliegen gleich erst weiter. Wir nehmen mal Ellie mit. Mir geht gar nicht. Ich würde sagen, paar Fatih lassen wir mal da. Die hat hier bis jetzt gar nichts gemacht. Aber Ellie und Vicar kennen sich ja hier ein bisschen mehr aus, beziehungsweise haben die ja hier Sachen zu tun. Terror on the Frontier. On. Loadscreens sind echt ein bisschen lang. So. So, und jetzt schauen wir noch mal auf die Karte. Das ist hier auf dieser Ebene, da drüben muss es sein. Das heißt, wir gehen erstmal immer nach Norden bis an diesem Werkzeugdings vorbei und dann nach links, würde ich sagen. Hier ist Norden. Genau. Ja, aber hier waren wir doch schon. Ich würde nochmal hier oben probieren, ob wir da rüberspringen können, weil es sah so aus, als ob man da lang kann.
Wir probieren es einfach nochmal. Dann schauen wir nochmal, wie wir dorthin kommen. Na, Digga. So, also hier rüber kommen wir gut. Das geht. Und dann hier rüber. Natürlich immer Fan von so Geheimgängen. Alte Souls-Krankheit. So, aber das... Ich weiß nicht, wie soll man da rüberkommen. Aber das sieht schon so aus, als ob man da... Doch, da ist auch eine Kiste. Das heißt, theoretisch kommt man da irgendwie rüber. Doch, geht sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir haben es gerissen, haben einen Revolver, Kohle, Schutzkleidung mit Sicherheitsgurt, alles klar. Da ist noch ein Fuzzi. Geht's da rein? Nee. Und zwar, jetzt können wir nämlich mal Ellie equippen. Die schießt mit einer Pistole und hat da so einen Offizierswirbel. Ich glaube, das ist schon ganz ordentlich, was die da dabei hat. Schrumpfstrahler. Taktische Schrotflinte. Ne, wir haben da glaube ich nichts, was besser ist als ihrs. Aber hier Klamotten bestimmt. Ne, das war das Falsche. Hier lang. Und zwar die Rüstung 11 und Tech-Fähigkeiten plus 5. Dialogfähigkeiten, aber Helm können wir ja auf jeden Fall aufsetzen. Das macht auf jeden Fall auch mehr Tech-Fähigkeiten. Dialogfähigkeiten brauchst du nicht. Tech-Fähigkeiten plus 5. Nee, das ist schon ganz ordentlich. Und einen Vorteilspunkt hat sie. Medizin machen wir bei ihr mal. Sie hat ja gesagt, dass sie Medizinerin ist. Alles klar. Gut. Dann jumpen wir mal vorsichtig hier runter. Upsa. Gut, und dann müssen wir echt mal gucken, wie wir dorthin kommen. Das kann doch nicht sein. Und zwar, da muss wohl hier anscheinend noch irgendwo ein Weg sein, aber hier ist doch kein Weg. Doch, da oben. Wir müssen da oben durchkriechen. Lull. Nice. Questgeber befindet sich im Geheimraum. Das ist ja cool. Was gibt's hier? Ne, das lass mal liegen. Ja, nice. Werkbank benutzen. What the fuck? Keine Ahnung, was das für Leute waren, aber die wollten auf jeden Fall Beef und das haben sie auch gekriegt. So, wir nehmen alles mit, ist doch klar. Wir nehmen immer alles mit. Wir sind und haben eine Schlüsselkarte bekommen, sehr cool. Was haben wir hier noch? Sturmgewehr, nice. Alles gut zum Zerlegen. Tun uns mal heilen. Hier, mal schön einen durchziehen. Aber da muss irgendwo noch einer sein. Das waren, glaube ich, 4 Gegner, oder? Ist hier noch was? Da können wir mich jetzt aufmachen. Hier Shortcut. Gegönnt, Digga. Na, jetzt. So, da haben wir nämlich auf. Was waren das denn für Fuzzis überhaupt? Steht es dran? Nee, steht leider nicht mehr dran. Aber da war, glaube ich, noch einer. Schauen wir mal hier unten, was da geht. Geht's da runter? Doch, der geht's runter. Da gibt's bestimmt noch was zum Looten. Krass, hey, die waren voll versteckt. Das sieht aus wie von Fallout, wo man die Powerrüstung reinsetzen kann. Das fand ich immer ganz cool. Ich hoffe, es gibt sowas ähnliches hier. Oder vielleicht kommt es ja irgendwann, wenn sie es jetzt noch nicht zum Release am Start hatten.
Es wäre cool, wenn es das mal später geben würde. Ich meine, immerhin haben sie sich das ja auf die Fahne geschrieben, dass sie ja den aktuellen Fallout-Teilen oder den letzten Fallout-Teilen Konkurrenz machen wollen. Was ich bisher finde auch, dass sie es ganz gut hinbekommen. Also gefällt mir auf jeden Fall tausendmal besser als Fallout 76. Ich weiß. Ich bin einer der schlimmsten Fallout 76 Hater. Ich weiß, Digga. Alles klar. Repariert. Zerlegen. Was können wir zerlegen? Das können wir zerlegen. Was haben wir hier noch? Sturmgewehr. Maschinengewehr. Revolver. Das da. Alles klar. Ich sage, den Rest behalten wir mal. Das sind alles gute Waffen. Dann hier Rüstung. Da hat man eine, glaube ich, die macht nur 6. Die hauen wir weg. Alles klar. Dialogfähigkeiten. Ohne Upgrade-Slots. Können wir auch wegmachen. Alles klar. Und dann schauen wir hier modifizieren. Was hier von ihr noch modifizieren? Hauen wir rein. Und was haben wir hier? Schaden pro Minute. Ne, da unten steht's, oder? Schock. Ne, das machen wir noch rein. Achso, das haben wir schon. Alles klar. Abgesägte Schrotflinte. Okay, da kann man eh nur einen Mod machen. Da haben wir schon, da haben wir schon. Hier hat's noch was. Da kommt auch Plasma. Schaden pro Minute. Natürlich machen wir mehr Schaden rein. Alles klar. Und hier noch den Säbel am Start. Autsch. Energie. Machen wir rein. Alles klar. Gut. Können wir da noch was machen? Ne, das haben wir schon. Alles klar. Dann haben wir hier alles gemacht. Schlüsselkarte, alles klar. Und dann haben wir hier unser Questziel erreicht. Sehr gut. Prisma-Hammer. Nice. Schauen wir mal, ich glaube, wir hatten einen Charakter. War das nicht sogar der Vicar, der mit dem Hammer kämpft? Nee, dann war es wohl die Parfati. Dann kriegt die nämlich den Plasmahammer. Terminal benutzen, Protokolle, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut. Und ciao. Hat's da noch was im Klo drin? Nein, hier kann man eine Runde pennen. Muss nicht sein unbedingt. Gut, das war's hier gewesen. Also wir haben das. Die geheime Waffe bekommen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schiff. Haben wir hier alles erledigt erstmal. Wir müssen unbedingt 10.000 Geld zusammenkratzen, damit wir uns die Dings leisten können. Den Navigationsschlüssel für Stella Bay. Und bis dahin, wir können noch nach Monarch und nach Skilla. Haben wir Aufträge bekommen, da werden wir als nächstes mal hingehen. So, rein hier. Aber erstmal schauen wir uns noch schnell den Notruf an, den Ada empfangen hat. Schauen wir mal, was da am Start ist. Dann machen wir ganz kurz Pause und dann geht's um 6 geht's dann weiter. Tun wir Pizza essen und Trailers gucken. Ich hoffe, es hat wieder genug. So, genau. Bin ich jetzt hier und dann schauen wir mal. Ada, was ist los? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ich habe diesen Notruf erhalten. Kannst du ihn für mich nochmal abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth.
The unemployed! For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Roseway. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Bis später. See you soon, Captain. Alles klar, dann haben wir unsere neue Quest bekommen. Das heißt, dann müssen wir nach Roseway. Alles klar, dann gehen wir mal hier hoch, da hat es auch noch was. Eine Quest, die wir abgeben können oder so. Make yourself at home. Archivmodul zum Schlagwort der Waffe suchen. Alles klar, Suche nach Hinweisen. Also wir müssen nach Skiller und die andere Waffe an uns bringen. Okay. Alles klar. Die haben wir gefunden, die Waffe. Dann schauen wir noch. Ich würde mal noch mit Ellie reden. Die hat ja jetzt hier ein neues Zimmer bekommen. Und lol, was ist das? Die Robotereinheit stehen lassen. Sam. Okay. Lull. Doch, wir haben wirklich so eine Art Roboter, wo wir... Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich nur ein Roboter. Aber schon verdammt cool. Schauen wir mal, wo ist Ellies Zimmer? Das ist der Vicar. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon alles angeguckt. Hier ist Ellies Zimmer. Alles klar, nice. Was gibt's da? Da haben wir was. Untersuchen. Arztausrüstung. Scheren für Mullbilden, Skalpelle für Wunden und tragbare Laserstäbe für einen perfekten Ton. Nice. Untersuchung. Jetzt besser belüftet als zuvor. Durchlöcherte Lederjacke. Okay. Lull. Da können wir noch so ein bisschen Crap mitnehmen. Alles klar. Crap brauchen wir immer gebrauchen. Und da untersuchen. Alter Säbel, was dich nicht umbringt, gibt dir Tetanus. Lol, das ist ein cooler Spruch. Und hier haben wir ein Poster, Terra 1 Poster. Der erdähnlichste Planet, der je entdeckt wurde. Cool. Da dicke fette Pulle. Schnaps am Start. Red nochmal mit ihr, was los? Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. Wissen wir irgendetwas darüber, wer den Notruf abgesetzt hat? What's there to know, Captain? Shady corporate town caught up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. Wieso fordern wir nicht einfach Verstärkung von der Konzernleitung an? With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. It doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. Jemand braucht Hilfe, Ellie. Und wir werden sie ihnen geben. If you say so, I'm keeping a finger on the trigger all the same. Ja, besser. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for us. Alles klar, Digga. Auch, das war's mit Ellies Zimmer. Doch, was steht da noch? Mysteriöse Schnapsflasche zum Desinfizieren von Ausrüstung. Hoffentlich. Nice. Okay, coole Sache. Und unten gibt's, glaube ich, noch was. Aber das ist dann, glaube ich, auch schon die Mission. Ich glaube, das zeigt wieder in die Dings. Auf die Sternenkarte. Fatih schleicht da irgendwo rum. Was können wir hier nochmal? Gut, wir könnten an der Werkbank nochmal rummachen. Stimmt, wir könnten noch den Vorschlaghammer tunen. Und den dann der... Ist der das? Einschlaghammer. 120.
Gut, da können wir noch was. Mr. Ouch. Schaden von aufgeleiteten Angriffen plus 20%. Nice, Mr. Ouch. Aber ist das wirklich der Hammer, den wir gefunden haben? Na gut. Doch, aber ich glaube schon. Taktische Schrotflinte, Stoßpistole. Was haben wir hier noch für ein Shit? Oh, Körperpanzer mit Explosionsschutz. Nahkampfwaffenfertigkeiten. Hacken plus 7. Doch, den können wir, glaube ich, Parfati anziehen. Kloppt man das da rein? Was haben wir hier? Tech-Ausrüstung, Tech-Fähigkeiten, Diplomaten-Schlägerausrüstung. Das ist gut. Verteidigungsfähigkeiten. Ja, machen wir das rein. Und was haben wir hier noch? Lautstärke der Schrittgeräusche, Reichweite der Schrittgeräusche. Doch, das ist auch gut für Nahkämpfer, wenn sie sich erstmal anschleichen können. Sehr gut. Das Perfekte für Parfati. So. Ah, gut, da ist der Prisma-Hammer. Okay, den können wir gar nicht aufleveln. Den kriegt den jetzt trotzdem. Und wo ist die Rüstung? Ah, okay, die hat er schon an. Kriegt er die da an? Und sie kriegt das. Genau. Schauen wir mal. Ich glaube, die ist noch ein bisschen besser. Genau, Fernkampfwaffenfähigkeiten viel besser. Und Ellie. Tier 11. Gut, das lassen wir ihr, ihre Lederjacke. Alles klar. Und durchlöcherte Lederjacke, wenn sie steht sie eh so drauf. Alles klar, gut. Dann war es für diesmal mit The Outer Worlds. Haben wir hier in The Groundbreaker eigentlich alles abgeschlossen. Haben ein paar neue Missionen bekommen, die uns nach Roseway, Monarch und Skilla führen. Da werden wir uns nächstes Mal hinbegeben. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier geht es jetzt weiter mit Pizza und Plazy Store. Pizza ist schon im Ofen drinne. Nachher schaue ich jetzt mal. Und dann 18 Uhr tun wir futtern und Trailers gucken. Also dann, bis nachher. Ciao.